Herzlichen Dank, vielen Dank, Gott sei Dank. So, meine Damen und Herren, wir sind wieder hier. Wer fehlt? Hand hoch. Ach, das sind alle wieder benannt. Ja, eine Frage an euch, sollen wir musikalisch weitermachen? Ja. Wollt ihr Volksmusik? Ja. Wollt ihr Stimmung? Ja. Wollt ihr die nächste Runde zahlen? Ja. Jetzt habe ich gedacht, jetzt fällt er ein. Falls noch keiner Autogramm hat von Franz Lang, heute schreibt er persönlich, da drüben sitzt er. Und wir machen musikalisch weiter, ein Titel für Sie, schön zum Mithören, Tirol, Tirol, Tirol. Da ist er reingekommen und hat gefragt, was da Neues auf dem Sechsmarkt gibt. Sagt der Bayer, ja freilich, wir haben was ganz Neues, wir haben eine Sechsbrille. Kostet wohl 500 Mark, aber die ist super. Wenn Sie die aufsetzen, sehen Sie alle Menschen nackt. Männlein wie Weiblein. Der Österreicher denkt, das ist was. Wenn ich das nach Hause nehme, bin ich der König. Setzt die Brille auf, sieht alle nackt. Sagt er, die Brille ist gekauft. 500 Mark geht raus auf die Straße, setzt die Brille auf, alle Nacht. Fährt mit der Straßenbahn, Brille auf, alle Nacht. Gleich fährt er nach Hause. Bevor er die Wohnzimmertür aufmacht, setzt er die Brille auf. Geht rein, drinnen sitzt seine Frau mit seinem besten Freund. Beide Nacht. Er nimmt die Brille ab, sind sie immer noch Nacht. Sagt er, verflucht normal, jetzt kaufe ich mir Brille für 500 Mark und jetzt ist sie schon kaputt. Thank you.
So, und jetzt, wenn ich den Titel sage, heißt es für Sie, aufstehen. Der Zillertaler Hochzeitsmarsch. Hey, Hochmarsch, alles hoch, wie man sieht. Bei dir bei uns allein. Und wenn
35 Jahre muss ich vorstellen, dabei ist der Bursch noch so jung. Der hat mit 3 Jahren schon angefangen. Glaubt ihr nicht? Schon. So, jetzt kommt wieder ein Titel, wo Sie richtig aus sich rausgehen können. Die Herren können die Hosenträger wegmachen. Das Trompeten-Echo! Das war zünftig. Sie, meine Herren, jetzt will ich eine Frage stellen. Ihr seid doch, wer ist noch nicht verheiratet? Die Hand unten lassen. Wer ist verheiratet? Hand hoch. Yes, das ist da hinten nur eine Frau. Bertolt, weißt du was? Bertolt, komm noch einmal her schnell. Es ist wichtig. So. Jetzt müssen wir, oder komm her, Felix, du kannst mal. So, Bertolt, schnell, du kannst nur noch mal zeigen. Du. Ich wollte nur die fragen, weißt du, wenn ich den Felix frage, der weiß das nicht. Ich brauche auch, weißt du, der ist mit Kindermachen noch nicht so weit, der übt noch so. Bertolt, eine Frage, darf ich mit den Herrschaften den Sextest durchführen? Den Sextest, ja natürlich, jetzt haben wir genügend da. Dankeschön, das wäre schon gewesen, jetzt darf ich es machen, weil er ist der Sexprofessor. Ja, der sagt, 6 Bier auf einmal frisst, 6 Steak, 6 Schnitzel und beim Sex schläft rein. So, jetzt aufgepasst, meine Damen. Alle Damen, die heute hier sind, alle Hübsche sind da, die 1989 ihrem Gatten, ihrem Freund treu waren, möchten bitte aufstehen.
Das haben wir mal vorgestellt. Da hinten, zwei. Jesus, und was will denn der Bursch da hinten? Gut. Hast du gesehen, der Bursch ist schon. Offensichtlich nicht klar über sein Geschlecht. Das ist so ein Schwulenski, sagt man bei uns, der die Zimmer im Winter selber beheizt. So, meine Herren, jetzt kommen wir dran. Meine Damen, nehmt uns das nicht übel. Wir sind die Schöneren der Schöpfung. Wer schön ist wie wir Männer, der ist geschminkt. Dankeschön, ein paar haben es eingesehen. Alle Herren, die heute hier sind, fest sind wir sowieso, unbestritten, die 1989 ihrer Gattin, ihrer Freundin treu waren, möchten bitte sitzen bleiben. Ja, sechstes, sag mal, was vorgestellt. Sauber, brave Jungs, gut. Bertolt, jetzt habe ich die Wette gewonnen und gesagt, die Männer hier in Luxemburg sind die treuesten von ganz Europa. Applaus, meine Damen. So, und das war zugleich der erste Auftritt der Klappstanden von Luxemburg. Sieh, aber eines muss ich Ihnen sagen, wo ich geheiratet habe. Heutzutage geht ja das schnell, das kannst du nicht glauben. Aber ich habe damals noch so geheiratet, habe meine Frau noch über die Schwelle, über die Türschwelle des Hauses getragen. Meine Herren, hat sie es gemacht, ja? So, habe ich sie getragen, ja? Damals hat sie 100 Pfund gewogen, das war vor 20 Jahren. Jetzt wiegt sie 200 Pfund. Jetzt habe ich an den Papst geschrieben, ob ich die nächsten 100 Pfund auch noch treu bleiben soll. Siehe, da haben sie so aufgenommen. Ich bin von der Kirche, ich habe im Fuß hab ich die Tür aufgemacht. Und im Hausflur habe ich sie zum ersten Mal runtergeschmissen. Habe gesagt, pass auf, jetzt bist du meine Alte. Hier ist der Hausflur, hier stehen jeden Tag meine Hausschuhe. Ob ich daheim bin oder nicht, hast du das kapiert? Hat sie geknickt, dann habe ich sie wieder aufgenommen. Bin weitergelaufen in die Waschküche. Da habe ich sie wieder runtergeschmissen. Hat sie schon ein bisschen böse geschaut. Sag ich, pass auf, Mädchen, hier ist die Waschküche. Ich werde jeden Tag gewaschen, ob ich daheim bin oder nicht. Hast du das begriffen? Hat sie wieder geknickt. Dann habe ich sie wieder aufgekommen. In die Küche. Dort habe ich sie wieder runtergeschmissen. Da war sie schon ein bisschen zornig. Sag ich, hier ist dein Haus und Heim. Hier wird jeden Tag warm gekocht. Hast du das begriffen, ob ich daheim bin oder nicht? Sieh, jetzt ist sie aufgesprungen, packt mich, trägt mich ins Schlafzimmer, schmeißt mich auf ein Bett vorlegen und sagt so. Und das ist unsere Werkstatt. Hier wird jeden Abend gearbeitet, ob du daheim bist oder nicht. So, und jetzt erzähle ich weiter, wer jetzt nicht, wer unanständige Sachen nicht hören will, der hält die Ohren zu. Hebt sie zu. Jetzt ist sie nach 20 Jahren verheiratet im richtigen Bumsalter. Die legt sich abends ins Bett, Bums, ist sie weg. So, für unseren nächsten Titel haben wir einen Stargast wieder eingeladen. Wir haben halt keine Kosten und Mühen gescheut. Wenn die Sonne erwacht in den Bergen. Thank you.
CDU-Wähler, der ist jetzt noch schwarz. Die Hängen habe ich gesagt, nicht verpfeifen. So, sind wir fertig? Das glaubt ihr gar nicht, was ist mit dem rechten Flügel? Sind wir fertig? Das muss laut und deutlich kommen, ich schreie auf. Sind wir fertig? Oh, dann spielen wir den Schneewalzer. Auf geht's! Ja, auf geht's, schön wird's. Immer mehr.
Akkordeon. Und ich stehe allein und ihr sitzt da unten. Wechsel mal, ihr geht rauf und ich gehe runter. Das wäre auch gut. Jetzt eine Frage, gefällt es Ihnen noch? Wem gefällt es nicht? Hand hoch. Weil ich habe eine Pistole da. Den hätte ich jetzt gleich erschossen. Sie war jetzt so 15 Jahre bei der Feuerwehr. Und dann habe ich meine Frau kennengelernt. Dann hat sie gesagt, aus ist mit der Feuerwehr, zu Hause muss den Brand löschen. Dann habe ich gedacht, pass auf, wenn schon die Hochzeitsnacht ist, sage ich, dann geht's wehrmännisch zu. Alles geht nach Pfiff. Sag ich, Pfiff 1, ausziehen. Pfiff 2, ab in die Haier. Pfiff 3, Bewegung. Das hat er jeden Abend erklärt, da war die Hochzeitsnacht. Pfiff 1, ruckzuck hat sie sich ausgezogen. Pfiff 2, wumstig war sie im Bett. Pfiff 3, ein Vergnügen. Plötzlich pfeift sie. Ja, sag Leute, das war doch nicht ausgemacht. Schreit sie, mehr Schlauch, mehr Schlauch, mehr Schlauch. Ja, da machst du was mit mir. Jesus, Maran Josef. Ich kann mir jetzt noch vorstellen, wo man zur Feier ist, war vor 20 Jahren. Also vor 4 Wochen habe ich die 20-jährige Kriegserklärung feiert. Sie, wo ich sie damals kennengelernt habe. Wir sind in die Kirche. Das war schön. Ich war im 7. Himmel, 7, 8 Monate. Wo ich so in den Hafen der Ehe eingelaufen bin, konnte ja vorher nicht sehen, dass drin ein Kriegsschiff liegt. Mein lieber Freund, vorher habe ich ein Jahr den Hof gemacht, jetzt sind wir verheiratet, jetzt mache ich die Treppe und den Flur. Ja, da habe ich es erwischt. Das holt es mir nicht aus. Und jetzt habe ich ein Geschenk gemacht zum Hochzeitstag. Ich denke schon, mein Gott, das Geld ist ja besonders verwehrt. Habe ich eine Siamkatz gekauft für 2000 Mark. Wisst ihr, was sie mir geschenkt hat? Das kleinste Moped der Welt. Wisst ihr, was das ist? Ein Moped, wo man fährt, drauf fährt, Stahlhelm auf, fährt man 20 Sachen. Und das kleinste Moped der Welt, das ist ein Nachttopf. Draufsetzen, Gas geben und laufen lassen. Sieh, und jetzt 20 Jahre verheiratet. Mein Sohn kommt alle 2 Jahre mal heim. Jetzt war er daheim. Sagt meine Frau dann, ja, hast du ein Bild von dir? Er sagt, ich habe schon ein Bild, aber da ist FKK, da bin ich nackt drauf, Mutti. Ah ja, hat sie gesagt, dann reißt halt die untere Hälfte weg. Also hat sie es weggerissen und da hat sie ein schönes Bild gehabt. Kommt bei Oma raus und sagt, was? Und mir schenkst du kein Bild? Hat mein Junge denkt, die Oma ist 80 Jahre, sieht schlecht, gibt mir die untere Hälfte. Schaut sie drauf und sagt, ja, ja, ganz der Opa, immer unrasiert und auch die Krawatte hinschräg. Das holt's nicht aus. Zweimal wollte ich mich erschießen vor Freude, aber ich habe keine Pistole gehabt. Jetzt haben wir für Sie einen aus München, einen Abgeordneten eingeladen. Ein Landtagsabgeordneten. Und der kommt heute zu Ihnen. Und jetzt frage ich Sie, wie man in Manier vom Fasching sagt, wollen wir ihn reinlassen? Das hört man nicht. Wollen wir ihn reinlassen? Also, dann lassen wir den Abgeordneten heute Abend hierher kommen. Oh,
meine Kuh Lisa vorstellen. Die Lisa aus Schneidzelreuth. Lisa, gleich vorab eine Frage. Es hat ziemlich lang gedauert, bis wir da herinnen sind gewesen. Gefällt's dir da? Hat's da schöne Frauen? Ja, das sind wir ganz verrückt drauf. Ja, Lisa, beruhig dich. Wir haben jetzt einen langen Weg hinter uns und da hast du sicherlich Hunger. Und dann haben wir gedacht, ich hab dir da ein bisschen was mitgebracht. Jetzt schaust du mal, ob du das magst. Jetzt sei doch nicht so gierig, geh, du kriegst das ja schon. Ja, die Lisa, die frisst alles. Das ist ein Udi. Ah. Hast du das am Magen, gell? Ja, Lisa, es ist furchtbar, gell? Ich hab dir da noch einen Schnapsel mitgebracht. Lisa, du lässt mir aber noch ein bisschen was übrig. Du kriegst jetzt aber erst von dem Schnapsel, wenn du den Leuten da unten zeigst, wie macht die Lisa, wenn sie kleine Kälbchen will? Lisa, na, so genau wird das jetzt nicht wissen, gell? Lisa, da hast du langsam, da hast du den Schnapsel. Ja, sie hat momentan ein bisschen Schwierigkeiten mit ihrem Magen. Es kommt aus allen Löchern wieder raus. So, Lisa, hast du mir noch was übrig gelassen? Ja, jetzt setz dich mal hin. Ich will den Leiter kurz was erzählen. Ja, neulich am Viehabtrieb von der Lisa sind wir an einem Obstbaum vorbeigekommen. Da war die Resi oben auf dem Obstbaum gesessen mit dem Toni und hat Äpfel gepflückt. Und wie der Toni so hochschaut zu der Resi, sieht er, dass oben die Resi unter ihrem Röckchen kein Höschen anhat. Und der Toni kriegt so lange Augen und in dem Moment läuft unten der Pfarrer vorbei. Sieht es, wie der Toni da hochschaut zu der Resi und die hat kein Unterhöschen an. Und dann sagt der Pfarrer zum Toni, du Toni, nicht hochschauen, das was du da oben siehst, das ist die Hölle. Ja, ja, sagt der Toni, ich weiß schon, bei mir in der Hose ist auch schon der Teufel los. So, Lisa, ja, jetzt haben wir gegessen, getrunken haben wir. Mir scheint, du tust den Leuten jetzt noch ein bisschen was vortanzen, gell? Einen echt bayerischen, auf geht's, Bum, ein Musi von der Wiesi. Für die Lisa. Lisa, hast du es gut gemacht, gell? Ja, sie ist manchmal ein bisschen verrückt, aber sonst ist sie ganz normal. Ja, Lisa, gell, mir scheint, dir ist die Milch in den Kopf gestiegen. Wir holen jetzt das Melkeimer und dann tun wir dir die Milch abzapfen, gell? Holst schön still, ich gebe dir dann das Kommando und dann stillgestanden, gell? Lisa, hab Acht! Da schau mal, wie sie da steht, gell? So, ich hole jetzt das Melkeimer und dann tun wir die Melken. Na Lisa, wo rennst du hin? Na, jetzt hat sie aber schon wieder ab. Sie haben es erkannt, das war kein bayerischer Landaufstörer, das war unsere Kuh Lisa. Ein Sonderapplaus für unsere Kuh Lisa. Sollen Sie es, mein Nachbar, ich komme aus dem bayerischen Dorf. Und Sie wissen ja, auch in Luxemburg hat man Probleme mit AIDS. Und jetzt hat er eine Rundreise gewonnen nach Spanien, 8 Tage.
Denkt der Mensch, AIDS ist irgendwas Gefährliches, fragst du mal einen Apotheker. Da sagt er, selbstverständlich, wie lange fährst du denn? Sagt er, 8 Tage, ich packe da 10 Kondome ein. Wird bezahlt, dann sagt der Apotheker, sie, mach sie aufmerksam, auf die 10 Dinger haben sie ein Vierteljahr Garantie drauf. Sagt er, das ist aber prima. Ja, und wenn einer platzt, sagt der Apotheker, dann läuft die Garantie aus. Sie, dann kommt er nach 10 Tagen zurück gleich in die Apotheke und sagt, sie, was wir da verkauft haben, das war Schundware, die färben ab. Steht der Opa hinter der Tür und sagt, ja, ja, das stimmt, abfärben tun sie und umknicken tun sie auch. So, nun ein Titel von Ernst Mosch für Sie, gespielt von den Grimmelbohr mit Margarete, Iberland, Heimatland. Jetzt wieder was trinken. Habt ihr einen Durst? Das klingt aber noch nicht Durst. Habt ihr einen Durst? So, dann greift wieder die Flaschen. Euer Nachbar hat bestimmt eine volle Flasche. Hopp, was? Auf geht's. Sind wir soweit? An die Gläser, an die Flaschen, die Gläser. Schon wieder unsere Schallplatte hängen. Also wir haben ja keine. Wir haben gesagt, jeder nimmt sein Glas in die Hand, dann nimmt auch jeder sein Glas in die Hand. Auf geht's, wir proben das. An die Gläser, an die Flaschen, die Gläser. Zwei, drei, super, ex runter damit. Und dazu noch einen
Trinkspruch, der da lautet: Hast du Flaschenbier in der Blutbahn, wirst du sexy wie ein Truthahn. Oder hast du Flaschenbier in der Blase, wirst du emsig wie ein Hase. Oder auf dem Land sagt man, der Bauer steht vor dem Scheunentor und bieselt durch die Ritze. Plötzlich fällt die Sense um und weg war seine Spritze. Ein Stumpen blieb ihm noch zum Trost, drum Kameraden, Prost. Oh! Richtig laut habe ich gesagt, oh! So, und jetzt brauchen wir das Ding dreimal hintereinander. Oh! Noch einmal der letzte Test. Oh! Hansi, spiel uns noch eins. Wir sitzen hier am Tisch, und wollen fröhlich sein. Wir singen ja so gern, doch oft fällt uns nichts ein. Das Lied, das gerade gibt, das kann kein Mensch verstehen. Weil jeder anders singt, das ist nicht schön. Hey Hansi, spiel uns eins! Das wirst du weitergehen, denn keiner spielt wie du so wunderschön. Ja, jetzt ist unser Hansi eingeschlafen. Jetzt müssen wir ihn wecken, das tun wir gemeinsam. Ich mach's euch vor und ihr macht's mir ganz einfach nach. Das geht ungefähr so. Noch einmal Hansi! Und? Und folgt es wieder, alles hoch! Vergesst bei den Schwein! Wenn ich mir da vorstelle, ich habe immer so gelesen, wir brauchen Kondom. Ich konnte mit dem nichts anfangen, ich denke, wie gibt es denn jetzt mit der Regierung, die Grünen oder sonst was, wollen die Doms abschaffen. Da bin ich also in die Pfalz gefahren,
Ich weiß, jetzt sind viele katholische, da haben die einen Dom dort. Ich gehe in den Dom rein, also schmucke Kirche, schön gespückt alles. Denke ich, warum wollen die den Dom abreißen? Überall steht, wir brauchen Kondom. Ich denke, das gibt's doch nicht. Ich bin zum Bischof, seine Eminenz. Sag ich, hätte doch gern gewusst, jetzt überall steht, wir brauchen Kondom, warum wollen sie denn den Dom abreißen? Ah, sagt er, das verstehen Sie nicht, das sind Verhüter. Ist mit mir in die Kirche gegangen, haben wir das angeschaut. Blumenschmuck, alles. Schau mich in dem Haus um, guck rauf, sieh ein herrliches Gewölbe. 12 Glocken waren oben. Was mir aufgefallen ist, ich sage, Eminenz, die 3 äußeren Glocken, die sind ja so staubig. Läuten Sie die vielleicht nicht mehr? Warum? Die haben da viel Geld gekostet. Könnten wir doch wenigstens so die äußere große so um 8 Uhr läuten, dass die Hausfrauen wissen, jetzt geht der Tag los, damit sie ihre Hausarbeit machen. Sagt er, mein Sohn, weißt du, die 3 Glocken erinnern mich an Jungfrauen. Die äußere, die du angesprochen hast, mein Sohn, das sind die Jungfrauen von 15 bis 25. Nur den einen, nur den einen, nur. Nur den einen. Ja, sage Eminenz, aber das mittlere Glöckle schaut doch so lieblich aus. Das könnte man doch vielleicht nachmittags um 15 Uhr läuten, dass man weiß, jetzt geht das Kaffeegeschäft los, jetzt gibt es Kuchen und Kaffee. Sagt er, mein Sohn, auch das ist nicht möglich. Das sind die Jungfrauen von 35 bis 45. Den oder den oder den oder den oder den oder den oder den. Aber sage ich Eminenz, das ganz kleine Äußere, das könnte man noch 2 Minuten vor 8, bevor die Tagesschau losgeht, könnte man doch das läuten. Sagt er, mein Sohn, das ist ganz unmöglich. Das sind die Jungfrauen von 55 bis 80. Egal wer kommt, egal wer kommt, egal wer kommt, egal wer kommt. Meine Herren, sind wir doch ehrlich, das höchste Gefühl für einen Mann ist doch, wenn er Vater wird. Ein Kollege von mir, Fußball spielen konnte er nicht, aber Kinder hat er gemacht. 2 Zwillinge hat er gekriegt, gehen ins Krankenhaus rein. 2 Buben, haben die Schwestern gesagt. Sagt er, die möchte ich auf den Arm nehmen, das ist in Bayern so brav. Hat er sie am Arm genommen, schaut sie an und sagt zu den Schwestern, schaut her, meine Damen. Der eine, das wird ein Beamter und der andere wird ein Viehhändler. Sagen die Schwestern, Sie, Herr Meier, das können Sie doch nicht sagen. Die Büble sind genau 24 Stunden alt. Sagt er, das weiß ich. Schaut her, der Vordere, wo jetzt schon schläft, das wird der Beamte. Und der Hintere, das wird der Viehhändler, denn der hat mich jetzt schon beschissen. Ja. So, ja, meine Damen und Herren, wir haben jetzt da vorne etwas aufgebaut. Und für all diejenigen, die es noch nicht erkannt haben, bei uns zu Hause sagt man zu dem da, das ist ein Scheißhäuschen. Ja, früher hat man noch außerhalb des Hauses solch eine Toilette angebracht. Das war ganz einfach wegen dem Gestank. Heutzutage hat man es im Haus eingebaut, natürlich ohne Herz, auch wegen dem Gestank. Und was jetzt so passieren kann, wenn jetzt so einer daherkommt, muss ganz dringend da hinein und jetzt liest er von außen das Schild besetzt. Ja, was macht man in solch einem Fall? Genau das möchten wir Ihnen jetzt mal musikalisch vorführen. Ai, 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 ich bin schon gern den Bein allein. Ai, 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 das kann doch nur ein Zufall sein. Ai, 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 ich bin schon gern den Bein allein. Ai, 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 das muss doch gar nicht sein. Tut, 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 es macht immer.
sind hier schon ein paar Stunden. Und dein Glucksen ist alles, was ich von dir hör. Warum gibst du keine Antwort? Ich glaube fast, es wäre für dich viel zu schwer.
Spürt, Landflucht war das. Der Hosenscheißer steht gerade neben mir. Ja. Aber Simon Leife hat es echt gemacht. So, meine Damen und Herren, die Krüppelbohr mit ihrer Margarete, Sie haben mir bestimmt heute Spaß gemacht. Jetzt frage ich Sie nochmal, hat sie mir gefallen? Ja! Bertolt, hast du das gehört? Wow! Schön. So fällt mir Hund der Waldi, aber der kann mir den Schwanz wecken. So, ich darf schnell die Gruppe Ihnen vorstellen. Ganz rechts außen von Ihnen gesehen, links. Habt ihr's? Das ist der, wo auf Zeiten läuft, ja? Das ist der St. Blasius, unser Felix! Gleich daneben der Hosenscheißer der Nation. Er singt, Jogel spielt, Trompeten, scheißt die Hose, unser Bertolt! So, fliegt auf die andere Seite, ganz links außen. Er ist der Einzige der Truppe, der seiner Braut ab und zu einen Seitensprung erlaubt. Er hat sie den ganzen Abend im Arm, unser Jürgen mit seiner Gitarre. Dankeschön. So, jetzt links neben mir von Ihnen aus gesehen, rechts der Boss der Truppe, ein Musiker von der Scheitel bis zur Sohle. Das ist der, wo das Nachtschränkel immer quer den ganzen Abend hat. Meine Herren, wenn Sie heute Nacht heimkommen, heben Sie Ihr Nachtkästle. Stehen Sie mal nur eine Stunde neben dem Bett. Was denken Sie, wie schön das ist, wenn Sie die absetzen können? Unser Hansi mit seinem Akkordeon. Dankeschön. So, und jetzt zur Blume der Truppe, zum Röschen der Armee. Singt, Jodel, spielt Trompete, unsere reizende Margarete! Dankeschön.
Dann haben wir einen Mann im Hintergrund, der für den Ton sorgt, für die Beleuchtung. Ein Athlet wie aus dem Bilderbuch, steh auf, das ist unser Wolfgang! Wolfgang ist vom Beruf Schlosser, meine Damen. Sind Sie vorsichtig, er ist immer auf der Suche nach einer lockeren Mutter. So, und ganz zum Schluss möchte ich Ihnen einen Mann vorstellen, der Sie heute Abend durchs Programm geführt hat. Und ich möchte gleich eins vorweg sagen, er war schon mit 3 Jahren so gescheit, wie er heute ist, und mit 4 ist er von ganz allein vom Tisch runtergefallen. Einen Sonderapplaus für Buddy Fellhofer. Und der Lehrer schwätzt nämlich ganz kurz Deutsch, weil er, ich meine, da besteht sich drin nicht, ich meine, das hat er so verdient. Ich möchte jetzt mal gerne ein herzliches Dankeschön an die Krümmlerbäume geben. Und ja, weil ich jetzt über Mikro reden und so, also ich überreiche jetzt der Margarete die Blumen. Margarete, so, bitte. Ja, bitteschön. Zucker! So, ja. Ich habe schon heute Abend gesagt, jetzt werde ich mich 3 Tage nicht mehr waschen. Ja, ungeküsst soll man nicht schlafen gehen, heißt es ja. Ja. Und dann habe ich hier noch was, aber das kannst du vielleicht dem Batti selbst übertragen. Gell? Bekommst du auch Küsschen. So. Moment, jetzt muss ich mein Schnurrbart richten. Ja. Es gibt den längsten Kuss von Europa. Prima. Yes, so. Madonna, du kleine Mutter der Sünde, das hat mir noch gefehlt. So. Batti, hör auf. Du spritzt ja. Mensch, hat der was drauf. Also, ich möchte mich gerne herzlich, sehr herzlich bei euch bedanken, dass ihr für meine 10 Jahre da gewesen seid. Und ich muss eines schon loswerden, und das ist wirklich eine Spitzenleistung. Ihr seid nicht nur auf der Schirmspitze, sondern ihr richtet eure Anlage selbst auf und wieder ab. Und die fahren jetzt noch in der Nacht nach Hause, weil die morgen Nachmittag in Deutschland einen Auftritt haben. Also da muss man Musiker sein, bis auf den Knochen. Darum einen kräftigen Applaus an die Krümmlerbäume und Margarete und Buddy Fellhofer. Ja. Und diesen Applaus gilt auch für den Jürgen König. Franz, komm noch ganz schnell raus. Ist er noch da? Ja. Und einen kräftigen Applaus auch an Jürgen König. Franz Lang! Und von mir einen ganz herzlichen Dank, dass ihr so nett wart und auch gekommen seid. An mich bin ich nicht nach Schienenjugend, Mama Orchester für Royals Fitz Danzen, Mama Alex Weiß, aber der Batti, der verlost noch zuerst schöne Preise. Also, liebe Krümmlerwurm und alle, kommt gut nach Hause. Okay? Merci. Aber. Allein ist nicht einsam, weil der von dich verlasst, der Rundin.
aufhören.